Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier geht es darum, wie man größere Zahlen lesen und schreiben kann, beziehungsweise wie man auch größere Zahlen ausspricht. Ich heiße Dennis, in Lernvideos wie diesem hier und auch auf meiner Website guterklärt.de bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. So, das Schreiben und Lesen großer Zahlen. Also mit Schreiben meine ich jetzt einmal Schreiben mit Ziffern und einmal Schreiben als Text. Wobei, so wie der Text dann geschrieben wird, so wird diese Zahl ja dann auch ausgesprochen. So, machen wir das mal anhand von diesen zwei Beispielen hier. Und das allererste ist, um die Zahlen einfacher lesen zu können, trennen wir jeweils drei Stellen ab. Das heißt, wir gucken von hinten und sagen, alle drei Stellen setzen wir einen Punkt. 1, 2, 3. Punkt. 1, 2, 3. Punkt. Das hilft dann beim Lesen. Auch hier unten. 1, 2, 3. Punkt. 1, 2, 3. Punkt. 1, 2, 3. Punkt. Also alle drei Stellen ein Punkt. So, hier hinten sind dann eine 10er, 100er. Das hier sind die 1000er Stellen, also 1000, 10.000, 100.000. Und hier vorne ist die Million. Also ab hier ist dann Million. So, durch die drei Punkte sehen wir jetzt, also durch die Punkte alle drei Stellen, sieht man also, dass das hier jetzt die Millionenstelle ist, die 100er 1000 Stellen und 100er 10er 1er. Wir fangen jetzt an, um das Ganze aufzuschreiben, mit der Million. Und zwar 2 Millionen. Wir haben 2 Millionen. Eine Anmerkung: Wenn die Zahl kleiner als eine Million ist, dann ist das Ganze ein einziges Wort, wenn man das aufschreibt. Ab der Million wird das Ganze aufgetrennt. Also hier haben wir 2 Millionen. Und alles, was jetzt hier danach kommt, das wird in einem Wort dann geschrieben. Also 2 Millionen, dann haben wir 200.000, 2, 200, 1000 und jetzt die letzten drei Stellen, 400, 400. 59. Das wird ja verkehrt herum gelesen. Also es wird nicht 5, 9, sondern es wird 9, 5 gelesen. Also 59. 9 und 50. Wir haben also 2 Millionen, 200.000, 400, 59. So, machen wir das Ganze noch etwas größer mit der Zahl hier. Auch hier hinten eine 10er, 100er, davor die 3000er Stellen, die 3 Millionen Stellen und hier vorne, das ist die Milliarde. Also wir haben 8 Milliarden. 8 Milliarden. Also 8 Milliarden. Da wird 8 und Milliarden getrennt. So, dann die Millionen. Das sind 125 Millionen. 125, 5 und 20. 125 Millionen. Millionen. So, das wird immer getrennt. Also 8 Milliarden wird 8 und Milliarden getrennt, Milliarden groß geschrieben. Bei den Millionen 125 ist ein Wort und dann Millionen auch nochmal getrennt, also separat. Millionen auch groß geschrieben. So, und ab der 100.000er Stelle, also ab hier, ist der Rest dann von dem Wort ein Wort. Also alles, was jetzt noch kommt, ist dann ein Wort.
So, also wir haben die 8 Milliarden, die 125 Millionen und jetzt fehlt noch der Rest hier hinten raus. Und zwar 502.000. 502.000. Alles ein Wort. 502.000. 502.000. 600. Alles zusammen. 642. 42. Also das hier ist dann alles ein Wort. So, nochmal alles zusammen. 8 Milliarden. 125 Millionen und dann 502.000, 600, hier 6 und dann 42. Du möchtest noch mehr zu kleinen und auch großen Zahlwörtern erfahren oder brauchst Übung bei der ganzen Sache, dann schau mal unter dieses Video. Dort habe ich einmal weitere Erklärungen hingepackt, sowie Übungsaufgaben mit Lösungen, damit du fit in diesem Thema wirst. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.